Herzlich willkommen, Galsanchinak und Sabine. Also fange ich an. So ich ist habe es. so verstanden, ich darf. Ja, ich bin irgendwann geboren worden und seitdem sind 80 Jahre vergangen. Sehr bald. Ich werde bald in 3 Wochen nach Europa reisen und werde dort auf 8 Veranstaltungen erwähnen und ein bisschen mitfeiern meinen Geburtstag. Ich habe früher nie Geburtstage gefeiert, aber dann, als ich 16 geworden sein sollte, hat mich der Teufel geritten, plötzlich so ausgiebig richtige Geburtstage zu feiern. Und dann habe ich meinen 60. Geburtstag 6-mal gefeiert und an 6 Orten der Welt. Ein ganzes Jahr lang. Und als ich dann 70 wurde, habe ich genauso 7-mal an 7 Orten der Welt gefeiert. Aber nicht nur das. Da habe ich aus lauter Freude am Ende der Geburtstagsfeier die Anwesenden eingeladen zu meinem 80. Jahresgeburtstag. Und dann habe ich einen strengen Häuptlingsbefehl an alle erteilt. Bitte, bis dahin darf keiner sterben. Gebet den Löffel nicht ab und kommet, wir werden gemeinsam den 80. feiern. Und jetzt sind die 10 Jahre schnell vergangen und ich muss ja Wort halten. Vorerst werde ich 4 Bücher zeigen. 3 Bände, Romane in Form von Romanen geschrieben. Kennst du das Land? Erster Band, Leipziger Lehrjahre. Und der zweite Band, kennst du den Berg? Mongolische Wanderjahre. Und der dritte Band, das weltweite Reisejahre. Also diese Titel erinnern an natürlich Johann Wolfgang Goethes Wilhelm Meister. Und die Welt ist meine Jota geworden. Oder meine Jota hat sich ausgeweitet, ist gewachsen zum Weltglobus. Deutschland ist meine zweite Heimat geworden. Ich habe in Deutschland eine große Verwandtschaft, angefangen bei solchen Größen wie Martin Luther, Goethe, Beethoven, und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe, als ich das Bundesverdienstkreuz vor Jahren bekam, aus der Hand von Antje Vollmer, der stellvertretenden Chefin des Deutschen Bundestages, habe ich gesagt und habe ich da meine Seele Deutschland vermacht. Habe ich da eingestanden, dass ich als Fleisch und Blut, als Gebilde von Fleisch und Blut durchaus Mongolid bin. Ich bin geboren im Hohen Altai. Mein Geist, meine Geister sind beheimatet in den hohen Bergen des Altai.
und meine Seele ist Tuba nomadisch. Mein Geist aber ist durchaus Europid und ich bin in Leipzig zu einem geistigen Wesen geworden. Das heißt, die meisten Bücher von mir sind in deutscher Sprache geschrieben worden. Bis jetzt sind in deutscher Sprache 42 Bücher erschienen. Das jüngste Buch hier, Kalsan Chinak Welten, 80 neuen Gedichten, ist der erste vor 3, 4 Tagen bei mir hier in der Mongolei eingetroffen. Vielleicht liest du ein Gedicht davor. Ich erzähle gerne, aber ich gestehe, wenn ich lese, dann verspreche ich mich immer wieder und ich werde von Unruhe gepackt. Deswegen habe ich mein liebes Weibchen hier neben mir und sie wird mir diese unangenehme Aufgabe gern abnehmen. O du, meine gelbgraue Steppe, die du mir überall nachschleichst und deine hellblauen Winde durch mich ohne Unterlass wehen lässt. Es gibt in dieser Welt viele arme Geschöpfe und auch einige mit schweren Besitztümern, die, wärest du nicht, mich längst, längst erdrückt haben würden. Ein zweites vielleicht. Denn wir heißen ja Zweibeinige. Genau. Wieder einmal durchwandert die Berge und Steppen, Täler und Senken und derer Leben spendenden Seen und Quellen, Flüsse und Bäche. Dabei sie alle bei ihren Namen genannt, die auf keiner Karte stehen, eingebrannt aber ins erlöschende Gedächtnis eines gehenden Volkes. So viel vielleicht. Die letzten Jahre waren nicht leicht. Zunächst hieß es Covid. Da mussten wir 2 Jahre zu Hause sitzen. Und dann das Krieg. Seitdem befindet sich Eurasien im Kriegszustand, mit Ausnahme von der Mongolei. Aber wir sind die friedlichste Ecke, ein Friedensinsel. So kommt es uns vor. Wir hören keine Geschosse, keine Geräusche und wir hören weiterhin Tierlaute. Laute von fließenden Gewässern und wehenden Winden und rauschenden Bäumen. Wir sind das friedlichste Volk geworden in der neueren Zeit, nachdem wir jahrhundertelang ein kriegerisches Volk gewesen sind, unter unserem großen Häuptling von Genghis Khan. Nun pflegen wir Frieden. Wir sind bereit, Leute zu Frieden zu vermitteln. Ein Häuptling, ein Schamane, ein Volksführer und ein Dichter, ein Schriftsteller,
Ein Journalist und ein Politiker hat viele Funktionen. Ich nehme eine jede dieser vielen unterschiedlichen Funktionen herzlich gern auf meine Schultern und ich versuche zu vermitteln. Als Student schon habe ich bekannt gegeben, ich werde eine Brücke zwischen Asien und Europa sein. Damals wurde ich von meinen Parteigenossen, Landesleuten, von den Parteichefs kritisiert. Es gibt keine Mongolei, kein Deutschland, kein Asien und kein Europa, sondern es gibt Klassen, besitzende Klasse und besitzlose Klasse. Heute aber gibt es wieder Klassen, weder Klassen noch was. Und ich bin gern der Brückenbauer geblieben. Und dann bin ich, als ich müde wurde von Bücherschreiben, erschienen sind mittlerweile über 50 Bücher in verschiedenen Sprachen. Davon, wie gesagt, am Eingangs in deutscher Sprache 42 und in mongolischer Sprache 9 und dann als Übersetzungen, meistens aus dem Deutschen in 20 und noch mehr Sprachen der Welt. Also ich Büchermacher. Eines Tages wollte ich Bäume pflanzen, aus Wut über die Vernichtung der Urwälder in der mongolischen Taiga. Und dann habe ich, ohne zu viel zu überlegen, versprochen, ich werde meiner baumarmen Steppe 1 Million Bäume stiften, mit meinen Mitteln. Vor 2 Jahren habe ich die 1. Million beendet und jetzt sind wir dabei, an der 2. Million zu arbeiten. Bäume wachsen, wachsen, wachsen. Es sind Wälder geworden. Aus unserem Fenster sehe ich schon einen dichten von einer grünen Mauer. Und dann habe ich gesehen, auch wir haben sehr gelitten unter der Dürre. Ich wollte Regen erzeugen. Es war schwer. Und dann habe ich in Büchern gelesen und gelesen von einem Wilhelm Reich, der vor 100 Jahren in Europa in Österreich gelebt hat und der ein großer Wissenschaftler war. Und ich habe nach seiner Theorie mir eine Regenmaschine bauen lassen. Die hat mich aber fast mein ganzes Vermögen gekostet. Ich habe 2 Menschen hergebeten. Einen Algerier, den habe ich pro Stunde mit 100 Euro bezahlt und seinen Gehilfen, einen Deutschen, pro Stunde mit 50. Jede Stunde 150 Euro und die haben 12 Tage lang jeden Tag 8 Stunden gearbeitet. Da war ich fast pleite. Aber die Maschine ist geblieben. Und ich war von Anfang an überzeugt, die wird Regen gebären. Und so hat es angefangen zu regnen. Und die ersten Jahre waren so dramatisch. Die Leute waren nicht gewöhnt, unter Regen zu leben. Und in den letzten Jahren
April 2012 arbeitet die Maschine und in diesen Jahren seitdem hat die mongolische Hauptstadt Ulaanbaatar und deren nähere Umgebung hat kein einziges Mal unter Dürre gelitten. Und da wir gesehen haben, also die Maschine gibt tatsächlich Regen her, so habe ich meinen jüngsten Sohn und meine Fortsetzung Haltaihu, den einige von euch inzwischen recht gut, noch besser als mich kennen. Und er hat jetzt angefangen, Regenmaschinen zu bauen und landesweit da und dort zu installieren. Zuletzt hat er in der Wüste Gobi, wo ein großer See beim bedroht war, auszutrocknen und ein Fluss, der dorthin einmündet, da und dort unterbrochen war, hat er vor ein paar Monaten, vor 6, 7 Monaten die Maschine installiert und letzten Sommer hat es dort sehr viel üppig geregnet. Die Leute in der Gegend, die seit vielen Jahren unter Dürre leiden, haben das gesehen und ihn gebeten, auch bei ihnen so eine Maschine zu installieren. Und jetzt gibt es von dieser Maschine 6, 7, 8 Exemplare und die arbeiten. Aber der Rest der Mongolei leidet weiterhin unter Dürre. Wir haben 330 Landkreise von 21 Bezirken. Und meine Devise ist, jedem Landkreis eine Maschine zunächst zu geben. Und dann werden wir überwunden haben. Die Dürre überwunden haben, entschuldige. Die Dürre. Wenn es überall regnet, dann werden wir den Hauptfeind der Mongolei, die Dürre, überwunden haben. Zu bestimmten Zeiten, 70 Jahre lang, hatten wir 6 Todfeinde. Das waren der beste Kapitalismus. Und dann war 20 Jahre lang der chinesische Maoismus und die 4 Jahreszeiten. Wenn der Plan nicht erfüllt wurde, haben die Genossen es sehr gut gewusst zu sagen, wir sind nicht schuld dran, der Sommer ist schuld dran, der war zu trocken. Der Winter ist schuld, der war zu kalt. Und das Frühjahr war schuld, der ist zu viel, zu stürmisch gewesen und so weiter. Jetzt haben wir zum Teil noch die 4 Feinde. Mit dem westlichen Kapitalismus haben wir Frieden gemacht und wir sind selber dabei, anscheinend den Kapitalismus aufzubauen. Und China ist unser Hauptfreund geworden. 70, 80% der Waren kommen aus China. Und die 4 Jahreszeiten werden langsam etwas milder zu uns, dank der Maschinen, Regenmaschinen. Und so versuchen wir zu leben, zu überleben. Die Nomaden haben schon immer gekämpft um das Überleben. Die Überlebenskunst ist die Lebenskunst, die jedes Nomadenkind sehr früh lernt, damit umzugehen.
Vielleicht so viel fürs Erste. Ja. Vielleicht kommen die ersten Fragen. Ja, genau. Dazu tue ich jetzt erstmal einladen, weil erstmal haben wir dir natürlich sehr gespannt gelauscht, auch deinen schönen Gedichten, die uns deine Heimat näher gebracht haben, diese Stimmung des Landes. Wir haben die Geräusche der Natur gehört und der Tiere und sind jetzt ein bisschen näher dir gerückt auf unserer Reise in die Mongolei, wo wir ganz bequem hier zu Hause sitzen. Ja, aber ihr habt gehört, das ist ein spannendes Leben, was unser Galsan-Chinak geführt hat. Und gerade die letzten Worte, Galsan, wo du sagst, wir haben gegen viele Widerstände, wie viele Probleme uns ja bewährt. Wir haben sie auch die sogar die natürlichen Feinde, könnte man sagen, teilweise zumindest etwas zurückgedämmt. Aber du hast auch eine hohe, hohe Resilienz uns gezeigt. Deine Gesundheit ist ja heute noch exzellent. Und du bist in der Lage zu heilen, nicht nur dich selbst, als Schamane und Häuptling hast du ja viel gelernt in diesem Bereich. Und auf den zahlreichen Seminaren in den langen Jahren unserer Verbundenheit hier beim Frankfurter Ring hast du das auch immer wieder praktiziert. Das heißt, du hast uns gezeigt, wie du mit Worten und mit Berührung, aber auch mit kleinen Orakeln, mit kleinen Hilfsmitteln in deinem Stamm geheilt hast, wie es dort üblich ist, aber auch wie wir von dir lernen können, dass Heilung auf vielen Ebenen möglich ist. Vielleicht Den magst du noch Hauptpunkt etwas dazu erzählen. habe ich absichtlich ausgeschlossen. Also die Heilerei, die Schamanerei. Und denn ich sage immer, ich kann dies, ich kann jenes. Ich habe viele, viele Berufe, aber nach EU-Standard würde man kein Mensch etwas abnehmen. Ich kann heilen. Ich kann zimmern, ich kann Pferde Einfangen. einfangen, einreiten, ich kann schlachten, ich kann Tiere, Felle bearbeiten. Ich kann dies, ich kann jenes, aber mein Hauptberuf ist, ich bin Heiler. Und das tust du alleine schon mit deiner Sprache, deiner besonderen Art zu sprechen, wenn es nachher, wenn wir unter uns sind, sozusagen auch in diesem kleinen Kreis, da bewundere ich immer, wie du mit jedem, der einzeln vor dir in dem Raum sich befindet, da kann man sich vor dir hinnieder, naja, knien, sie hört sich jetzt komisch an, aber man setzt sich zu dir und dann machst du eine Berührung. Dann nimmst du Worte besonderer Art in den Mund, um Trost zu spenden, Mut zu machen oder auch ganz konkrete Tipps zu geben. Natürlich ist das kein EU-Standard, aber den brauchen wir auch nicht. Wir brauchen das Schamanen, wie du das nett sagst. Und wie oft sind wir herausgegangen aus den Begegnungen mit dir bereichert um zusätzliche Tools, um zusätzliche Werkzeuge, die vielleicht in Vergessenheit gegangen sind. Und manchmal erinnerst du uns direkt an unsere deutsche Kultur und unser deutsches Wissen, was die Großmütter noch hatten. Ist es nicht so? Ja. Diese Kunst zu heilen haben alle Völker gehabt irgendwann.
Alle Völker. Ich habe einem Vater zugehört, wenn seine kleinen Kinder sich wehgetan haben. Und der hat vor mir, damals war ich Student, hat gehört, heile, heile, Segen. Morgen gibt es Regen, übermorgen Schnee und tut's nie, nie, nie wieder weh. Das Kindchen, das so dabei war zu heulen, hat gelacht und mit Tränen in den Augen wieder weggelaufen, um weiterzuspielen. Also sowas kennen auch wir. Schön. Und wir reagieren auch immer noch darauf. Ja, ich habe Hände. Ich habe zwei Hände. Jede menschliche Hand ist ja ein Heilapparat. Und die westlichen Menschen haben andere Apparaturen, andere Apparate. Wenn ich sage, wie spät ist es, versuchen Sie auf das Thermometer zu schauen. Ich mache so die Fingerspitze feucht und halte in die Luft und sage, da wird es so viel Grad sein. Oder draußen schaue. Es geht jetzt um das Wetter. Keine, ja. Wir haben, mein Körper ist eine Vielheit von Apparaturen, also eine Gesamtkonstruktion von verschiedenen Apparaturen. Mein Auge ist zum Sichten da. Wenn ich mit die Hand und schaue dabei den Menschen in die Augen. Schaue ich den Menschen in die Augen. Und dabei weiß ich, wie der ausschaut. Denn ich weiß, das Auge ist das Einzige, was nie lügen kann. Also wenn einer was mir großzügig verspricht, dann schaue ich dem Menschen in die Augen und dann weiß ich, wie die Sache ist. Und dann habe ich ja noch meine Ohren, damit kann ich hören. Und dann habe ich meine Haut. Wenn ich jemandem die Hand drücke, kann ich sehr fest drücken. Manchmal sind es junge, kraftstrotzende Männer, auch Berufssportler. Und sage ich, drücke, drücke, drücke. Keine Angst, dass du mich zerbrichst, mich kannst du nicht zerbrechen. Denn wir sind durch die Schule mit den Jacks und Pferden gegangen, als kleine Kinder. Und wir sind einfach festgebacken von Mutter Natur. Und dann habe ich mein kleines mongolides Hirnchen. Da kann ich immer noch recht gut denken. Und dann habe ich meine Zunge. Mit der Zunge kann man heilen. Und mit dem Blick und mit der menschlichen Nähe jemanden so so drücken, festnehmen und so halten und dabei den Menschen sehen, wie er sich fühlt, wohl oder übel. Alles bei mir ist ein Heilinstrument. Schließlich kann ich auch mit meiner Zunge nicht nur redend, sondern auch schleckend heilen. Also wenn einer Schmerzen hat, Augenschmerzen hat, dann schaue ich und nehme ich einen Schluck kräftigen Schnaps, Obstler und reinige mir, gurgle mir und spuck aus. Jetzt liegt es, soll es an mir nicht liegen. Alle Mikrobien sind getötet. Ich bin desinfiziert worden. Aber wenn der Mensch im Auge was hat,
Davor brauche ich keine Angst zu haben. Wunderbar, Das wunderbar. ist das Schade zu lernen. Überwindung der Angst, des Ekels. Das Ekelgefühl ist bei mir in sehr jungen Jahren total abgetötet worden. Und dann kann ich mit meiner Zungenspitze in die Augen, ins Augapfel, so gegen Augapfel drücken. Puh. Wegspucken. Am besten dreimal machen. Puh. Puh. Und das haben auch die Deutschen gekannt, die europäischen Bauern. Denn es heißt ja Morgenspaziergang. Im Speichel des Menschen sind verschiedene Bakterien. Im Speichel des Menschen sind verschiedene Bakterien. Und 87% davon sind gute Bakterien. Nur 13% der Bakterien sind giftige, schlechte Bakterien. Und die guten Bakterien ernähren sich von den schlechten Bakterien. Da ich dies weiß, so habe ich keine Angst. Und das ist der Grund, weshalb ich morgens aufstehend meine Zähne nicht putze. Ich warte noch, bis ich gefrühstückt habe. Erst gefrühstückt, dann putze ich mir die Zähne. Das macht auch Sinn, selbst hier. Ja, ihr habt jetzt einen sehr sinnlichen Eindruck bekommen von Galsans Künsten, die wirklich weitreichend sind. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass er jedes Äuglein ausleckt. Das macht er natürlich nur auf Einladung. Und wenn ein entsprechender Fall vorliegt, wir wollen ja nicht, dass hinterher dann ja, etwas Dummes in der Presse steht. Man muss ja heute leider Gottes mit diesen zutiefst menschlichen Weisen zu heilen und sich zu verbinden mit einem Gegenüber sehr vorsichtig sein. Also von daher, ihr wisst, wovon ich spreche, und natürlich achten wir auch darauf. Ja, wie verlief das Nomadenleben, möchte Regina wissen. Jetzt schreibt mal endlich mir jemand hier, was ich vorlesen kann. Ihr seid immer aufgefordert zu schreiben. Ja, vielleicht habt ihr ja auch Ideen. Also, wie verlief das Nomadenleben, möchte Regina wissen. Was für Erfahrungen hat Galsan bei der Umstellung zum Sesshaftwerden gemacht? Welche Gefühle begleiteten ihn und mit welchen Problemen wurde er am meisten konfrontiert in seinem Inneren? Soll ich es nochmal langsam dann wiederholen? Ja, ich habe verstanden. Ja, gut. Also ich habe innerlich gefühlt, dass ich immer feiner werde, dass ich immer kultivierter werde. Aber ich wurde auch immer anfälliger. Es gibt ja einen Spruch, die Gesundheit braucht einen Futterdreck. Um gesund zu sein, brauchst du einen Futterdreck. Das würden heutige Menschen ungern hören, aber wenn man den Nomadenkindern zuschaut, die draußen spielen und umfallen und dann mit Sand und mit Schlamm da leben und deren Hände und dann noch da mit diesen Händen essen, und da glaubt man, die müssten Wolfsmägen haben.
Es ist tatsächlich so, dass die Menschen, wenn sie nicht so fein auf Feinheiten verzichten und auf Natürliches eingestellt sind, dann sind sie am festesten. Okay, noch was ergänzen? Also wenn ich jemanden in der Hand habe, dann kann ich mich besser ausdrücken und den Menschen so ein bisschen anfassen. Ja. Und ein über bisschen das, sesshaft werden, ne? Da diese sesshaft Umstellung. werden. Ja, wie war Ja, das? mir hat die normalen sind ja ständig hin und her, hin und her, auch mit unseren Tieren. Selbst unsere Tiere sind kranker und anfälliger geworden. Früher, während wir auf Suche nach Wasser und Gras wanderten, da waren die Tiere alle Sportlertiere. Die waren so flink und widerstandsfähig. Ich selber natürlich als Nomade mit. Und jetzt das sesshafte Mensch Sitzt man. ja, als sesshafter Mensch bin ich viel anfälliger. Aber ich ersetze das durch Sport. Jetzt fahre ich in meinem Badezimmer Fahrrad auf Radeln und dann bewege ich mir meine Gliederchen hin und her und möglichst versuche ich, gegen das Alter anzugehen, indem ich gehe, tänzelnd gehen. Wow. Wir brauchen keine großen Bewegungen, nur kleine Bewegungen, bewusst und zum Teil unserer Lebensweise machen, die kleinen menschlichen Bewegungen. Ich kann europäisch gerade gehe, schreiten. Die Welt übersehend, an der Welt durch vorbeischauend. Aber ich kann auch nomadisch, spielerisch so tänzelnd gehen, wie ein spielendes Kind. Also diese natürlichen Bewegungen ersetzen mir so viele Vitamine. Und ich versuche, wo ich auftrete, also den sesshaften Menschen diese uralte Gabe ihrer Vorfahren wieder beizubringen. Sehr schön. Ja, wer hätte das gedacht? Der Schamane, der zu Hause auf dem Home-Trainer Fitnessübungen Oh ja, das macht. muss er ja machen. Mit 80. Also klar, wenn ich sesshaft werde, das geht ja uns nicht anders, ganz ehrlich, wenn wir hier im Berufsleben sind, ne, und viele sind gebunden an einen Alltag, der eben von 9 bis 17 Uhr oder noch viel länger geht. Ne? Die müssen alle etwas für ihre Gesundheit tun und Fitness. Und selbst da bist du uns jetzt voraus, indem du das regelmäßig schon praktizierst. Auch das ist eine gute Anregung. Nicht nur spazieren gehen. Aber das ist Ja, auch. als ich Schamanenschüler wurde mit 5 Jahren, da war meine erste Aufgabe Rauchen lernen. Ich habe eine Rauchpfeife aus Schafschulterblattknochen geschnitzt bekommen. Und da drin habe ich so verschiedene Kräuter geraucht, bis mir der Kopf schwindlig wurde und
ich manchmal Lust hatte zu weinen oder da denke ich heute, das waren bestimmt Drogen, leichte Naturdrogenart. Aber heute brauche ich das alles nicht. Heute mache ich andere Drogen. Ich höre mir Musik und wenn ich schlaff werde, höre ich mir ein bisschen Mozart, dass ich flattern kann. Und dann höre ich, dann lese ich ein Gedicht, ein Rilke-Gedicht. Ist auch eine Art Droge, die man braucht. Und die meine Schamanen Vorfahren sind alle zerbrochen am Schnaps. Als Schamane muss man alles trinken, trinken, trinken. Und meine große Lehrerin, die weltberühmte Schamanin Purbu, ist am Ende Alkoholikerin geworden. Und sie konnte überhaupt nicht leben ohne Alkohol. Aus Angst habe ich versucht, als ich den Roman Die Rückkehr schrieb, niederschrieb, dann habe ich eine Weile versucht, alles den Alkohol durch Wasser zu ersetzen. Aber nicht unbedingt erfolgreich. Als ich dann einmal anfing, die Berge zu beschwören, die Felsen. Ich spuckte mit Wasser. Mehr. Und dann habe ich gesehen, also Alkohol muss sein. Und dann wurde ich mit noch nicht 40 Jahren sterbenskrank. Im Jahre 1979 war ich sterbenskrank und die Ärzte haben mir 2 Monate Lebenszeit vorausgesagt. Aber ein alter Mann hat die ganze Zeit schweigend da gesessen und zu mir gesagt, hast du nachher Zeit, Junge? Schau bei mir vorbei. Und dann, als ich zu ihm kam, hat er mir erklärt, was Sache ist. Wenn ich Schmerzen habe, da kann ich mit Alkohol durchaus mich heilen. Herz, damals hatte ich ja ein schwaches Herz. Und dann hat er mir verraten, dass alle Herztropfen zu 28% Alkohol enthält. Habe ich tatsächlich gesehen und er hat mir gesagt, ich soll einen guten, klaren Wodka bei mir ständig haben, in einer kleinen, kleinen Flasche mit mir führen. Und wenn ich Herzschmerzen, wieder Herzattacke bekomme, dann nur einen Schluck nehmen, abschrauben und nur einen Schluck nehmen und dem Speichel verdünnen und auf meine Uhr schauen. Spätestens in 20 Minuten, eher aber Sekunden, 20 Sekunden, eher aber nach 15 Sekunden würde der Schmerz aufhören. Und seitdem trage ich mit mir herum einen Flachmann in der Tasche, 125 Milligramm Volumen. Und den europäisch-schweizerischen Obstler drin, Birne. Und das hilft mir immer. Und dieser Flachmann steht nachts auf meinem
Nachtschrank. Nachtschrank und wenn ich manchmal Schmerzen entschraube und nehme ich ein bisschen, spüle damit den Mund und schlucke langsam runter. So lebe ich seit vielen Jahren und heute habe ich so gut wie ein sehr gesundes Herz. Die ärztlichen Apparate stellen mein Herz als gesund fest. Wunderbar. Diese Gesundheit, die wünschen wir dir weiterhin, lieber Galsang. Wir hatten hier noch Fragen. Ein bisschen muss ich jetzt abkürzen. Auch so zum Thema Diagnosen möchte ich sagen, die spielen für Galsang keine Rolle. Wenn ihr zum Beispiel zu seinem Seminar kommt, dann setzt ihr euch einfach hin zu ihm und er macht die Diagnose. Aber ihr habt keinen Attest mitbringen, oder? Das ist nicht notwendig. So wie er das beschrieben hat, er sieht, er hört, er riecht, er fühlt. Ja? Alle Sinne sind seine Instrumente, wie er gesagt hat. Und da gibt es auch kein Tabu. Jeder ist willkommen, jeder, wie er ist, in welchem Zustand er ist, wenn er Vertrauen hat, wenn er sich gerufen fühlt bei Galsan, seid ihr herzlich willkommen. Also in einem solchen Seminar ist es immer abwechselnd Geschichten aus seinem Leben, die einen Lehrhintergrund haben. Ja, wo auch immer eine weitere Ebene angesprochen wird. Ja. Und dann sind es Gespräche mit Einzelnen, die ihr erfahren könnt, wo es dann in konkretere Bereiche geht. So wechselt sich ein Tag also ab. Und dann war noch eine weitere Frage mit der Stimme, den Tönen. Galsang, ich weiß, dass du auch ein großer Freund der Musik bist. Dein Sohn ist ein sehr bekannter Pferdegeigenspieler, ja, berühmt weltweit. Ja. Also ihr habt auch bestimmte schamanische, also mongolische Instrumente auf jeden Fall. Ich habe allerdings noch nicht gesehen, dass du sie spielst, wenn du auf deine Seminare kommst. Aber ich weiß, dass du immer wieder auf bestimmte Weise eben auch Stimme und Klang einsetzt. Vielleicht magst du das ergänzen. Ich singe ja. Genau, ganz genau. Ne? Also auch das Besingen der Menschen, das ist auch eine deiner Künste. Ne? Ja, so, es kommt Jeder, jetzt. der Hilfe suchen zu mir, wie ein Baby. Jeder, der Hilfe suchen zu mir kommt, ist wie ein Baby, das ich zu beruhigen habe und in einen gesunden Schlaf einleiten will. Und dann singe ich ein Schlafwiegenlied und das funktioniert recht gut. Das ist wahr. Na, und dann kann man sein Köpfchen in deinen Schoß legen und alles wird wieder gut. Und die Sorgen sind dann auf wundersame Weise verschwunden. Alles schon passiert bei uns. Ne? Es klingt so einfach und ist so tief, was ihr dort erleben könnt. Wie Das Heiner war. sagt, das hat eine Wunde, Lorelei. Bei Jetzt. Heiner ist es ja ein Mädchen mit goldblonden Haaren, die Lorelei. Und sie singt ein Lied und das hat eine Wundersam. wundersame Melodie. Ah, okay. Auch da führst du uns wieder an unsere eigene Tradition. Gut. Ja, Galsan, liebe Sabine, wir sind ans Ende unserer gemeinsamen Zeit. Viele haben die ganze Zeit auch wirklich
weiter zugeschaut und ich weiß, noch viel mehr bekommen die Aufzeichnung heute. Ich möchte noch auf eure Termine hier, zumindest regional, schon mal hinweisen. Aber ihr werdet es auch noch mal in einer E-Mail bekommen. Ihr müsst jetzt nicht rasant den gleich alles notieren. Wir haben jetzt gesprochen von einem Seminartag hier in Frankfurt, Geilsang live zu erleben. Ja, das ist ein Sternschnuppenmoment, würde ich sagen. Wer das kann, wer das möchte, nehmt es wahr. Es ist ein wundervoller Tag. Es ist ein Sonntag, der 15. Oktober. Sind wir in einem Hotel am Stadtrand von Frankfurt mit genügend Parkplätzen und Übernachtungsmöglichkeiten zu vernünftigen Preisen. Einfach, ja, das ist ein einfaches Hotel, ich sage es gleich dazu, aber dafür stimmen auch die Preise für viele. Aber ihr könnt auch sehr komfortabel natürlich andere Quartiere wählen. Da kann man einfach hinkommen, sich anmelden. Ihr bekommt den Link, könnt ihr euch also jederzeit noch einen Platz reservieren. Und so wie ihr seid, seid ihr willkommen. Bringt vielleicht eine Decke noch mit, bequeme Sachen, dass ihr, wenn ihr wollt, auf dem Boden sitzen könnt oder auch anders. Einen ganz anderen Abend gibt es davor, und zwar am Freitag. Das ist der 13. Oktober. Um 18 Uhr ist bereits Einlass im Tibet-Haus. Unsere Freunde vom Tibet-Haus unterstützen auch die Arbeit von Galsan Chinak. Und da geht es rein um seine Dichtkunst. Das ist ein reiner Lesungsabend. Wer daran Interesse hat, auch diesen Link werden wir in unsere E-Mail geben. Der ist auf Spendenbasis dort auch herzlich willkommen. Also zwei ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Und wir werden euch auch noch den Link reingeben von Galsans, ich glaube, es ist eine Stiftung, es gibt jedenfalls ja eine Veröffentlichung und eine Seite, wo veröffentlicht sind die anderen, ich weiß es nicht, sind es 8 Termine, hast du gesagt, zum 80. Auf jeden Fall hast du noch andere Termine im deutschsprachigen Raum. Ich weiß, dass du natürlich groß mit deinem Verlag in der Schweiz feiern wirst. Also auch dort. Und da wir hier international sind, werden wir also auch diese Termine zumindest verlinken, dass ihr nachschauen könnt. Ja, wenn ihr Freunde habt, die also an unserer Aufzeichnung Interesse haben, bitte versenden, aufmerksam machen. Und wir wünschen euch beiden eine gute, sichere Reise nach Deutschland, ja, wo dann so allmählich der Herbst jetzt auch die Nächte kühler werden lässt. Noch werden wir etwas verwöhnt mit warmen Temperaturen. Aber auch hier kommt jetzt bald der Winter und sich da zu rüsten mit Hilfe von Galsangs wärmenden Worten und seinen Händen, das kann nicht schaden, das kann nur viel Kraft und Unterstützung geben für das, was kommen mag in den nächsten Wochen und Monaten. Also, danke, danke, danke nochmals an euch. Danke, wir danken. Alle, die heute uns die Ehre gegeben haben und Galsan auch live erleben wollten. So schön. Heißen bei uns immer noch die Germanen. Die Germanen. Ja, genau. Die Germanen warten auf euch. Wir bleiben auf der Brücke zwischen Asien und Germanien. Ah, okay. Gut. Also, auf Wiedersehen.